was, mein Lieber. Bam, 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 bam. Vom anderen Ende der Welt möchte ich dir raten, dong, 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 weiter zu streiten. Bis zu seinem Tod war Robert Havemann Staatsfeind Nummer 1 der DDR. Im Alter von 72 Jahren starb er 1982 an seinem zugewiesenen Wohnort Grünheide. Selbst die Beisetzung wurde von der Stasi operativ überwacht, die 600 Trauergäste registriert und später observiert. Der Nachlass des Spitzelapparates lagert heute in den Archiven der Gaukbehörde in Berlin. So, in diesen Schränken befinden sich die Havemann-Akten. Unter dem operativen Vorgang mit dem Decknamen Leitz dokumentierte die Stasi akribisch ihren Fall Havemann. Mehr als 300 Aktenordner zeugen vom Wahnsinn des Systems. Doch zwei jetzt aufgefundene Bände zeigen, auch Robert Havemann hat für die Stasi gearbeitet, bevor er zu ihrem meistgehassten Gegner wurde. Im Februar 1956 ließ sich Havemann von der MFS-Abteilung 6 als geheimer Informator unter dem Decknamen Leitz anwerben. Aufgrund, Zitat, seiner schon langen Tätigkeit und seiner gesellschaftlichen Stellung verzichtete die Stasi auf eine schriftliche Verpflichtung. Der damalige Physikprofessor wählte sich den Decknamen Leitz selbst aus. Als er noch ein richtiger Bonze war, also Anfang der 50er Jahre, also in einer Zeit, als wir uns natürlich nicht kannten, denn was hatte ich mit so einem zu tun? Da hat er natürlich mit der Stasi zusammengearbeitet. Das entsprach ja auch seinen damaligen Moralvorstellungen. Nicht wahr? Er fühlte sich da als tapferer Klassenkämpfer. Als Institutsdirektor an der Berliner Humboldt-Universität, linientreuer Kommunist und Volkskammerabgeordneter, gehörte Havemann zur intellektuellen Elite der DDR. Doch nicht nur die sollte er konspirativ bearbeiten. Für die Abteilung 6 des MFS, zuständig für Industrie, Kernforschung und Verteidigung, lieferte der GI Leitz jahrelang Berichte ab und führte Aufträge der Stasi aus, mit dem Ziel, die Entwicklung der politisch-ideologischen Intelligenz aufzuklären und westdeutsche Kollegen für die DDR zu gewinnen. Man muss sich in die Zeit zurückversetzen, um sowas einzuordnen. Und das hat er damals mit voller Überzeugung gemacht, weil er dachte, die DDR ist die Alternative und das Land, für das er da seine Kraft einsetzt. Havemann stammte aus einem stramm nationalistischen Elternhaus. Während des Studiums in Berlin trat er 1932 in die KPD ein. 3 Jahre später promovierte der erst 25-Jährige zum Dr. Phil. Während der Nazizeit gründete Havemann die Widerstandsgruppe Europäische Union. Im Oktober 1943 nahm ihn die geheime Staatspolizei wegen des Verdachts der Vorbereitung zum Hochverrat und Feindbegünstigung fest. Havemann und 3 weitere sogenannte Staatsfeinde wurden vor dem berüchtigten Volksgerichtshof in einem Hochverratsprozess zum Tode verurteilt. Im Zuchthaus Brandenburg wurden seine Mitstreiter kurze Zeit später hingerichtet. Havemann entkam der Guillotine, weil er im chemischen Laboratorium des Heereswaffenamtes kriegswichtige Forschungen durchführen sollte. 1945 wurde er von den Sowjets aus der Gefangenschaft befreit. Ein Jahr später ließ er sich von ihnen als geheimer Informator anwerben. Genau kann ich mich daran erinnern, mit welchem Stolz, muss man schon sagen, er mir erzählte, dass er für den KGB gearbeitet hat. Und zwar hat er Forschungen gemacht, militärischer Art. Und daran kann ich mich deswegen so gut erinnern, weil das Technische mich dabei auch so interessiert hat. Er hat so eine Glaskugel entwickelt, mit deren Hilfe man auf sehr billige, sehr einfache, pflegeleichte Art Atomexplosionen identifizieren kann. 1947 begann Havemanns Karriere als Wissenschaftler im Ostsektor Berlins. Er wechselte auf den Lehrstuhl für physikalische Chemie an der Humboldt-Universität. Der linientreue Vorzeigeakademiker erhielt mehrere Auszeichnungen und pflegte die Nähe zu den Mächtigen und zu denen, die sie an der Macht hielten. Seine Einwilligung zur Stasi-Mitarbeit reine Formsache. Doch der GI Leitz zeigte sich nicht so pflegeleicht wie erwartet. Bereits im August 1965 nörgelte die Stasi, dass der Informant in der Zusammenarbeit zwar willig und interessiert sei, aber dass er oft übernommene Aufträge nicht ausgeführt habe. Gut 3 Jahre später lobt Führungsoffizier Maye zwar die umfassende Erfüllung der Stasi-Aufträge durch den GI und seine selbst erarbeiteten Hinweise,
Doch, so notierte der Geheimdienstmann, er überschätzt seine Kenntnisse in philosophischer Hinsicht. Denn immer öfter kritisierte Havemann in seinen Vorlesungen öffentlich die Linie der Partei. Im Frühjahr 64 wurde er von der Uni verbannt und flog aus der SED. Die Schmerzgrenze war erreicht. Wir haben in diesem Hörsaal den faulen Zauber, den berühmten Chemiker-Fasching, immer gemacht. 4 Wochen vorbereitet und 3 Tage. Und hier hat Havemann, das war sein letzter Auftritt mit, als Mann mit Bart, über einen Mann mit Bart, über Ulbricht geredet. Und am anderen Tag war er beurlaubt. Gegen alle Regeln der Stasi-Registrierkunst floss der IM-Vorgang Leitz mit derselben Nummer später in den gleichnamigen zentralen Operativvorgang ein. Der einstige Weggefährte galt nun als Staatsverräter und wurde mit besonderer Akribie verfolgt. In den Augen dieser verrotteten Staatsmacht DDR samt ihrer Stasi war natürlich ein ganz besonderer Feind, weil er war einer der ihren. Er reklamierte immer für sich, ich bin es. Ich war Kommunist und bin es noch. Und ihr seid eine verrottete Bande und stellte alles auf den Kopf. Und das war schlimmer als für sie als jeder ausgewiesene Antikommunist, der sich gegen die Staatsmacht der DDR gewandt hat. Ne? Nachdem man ihm seinen Arbeitsplatz genommen hatte, verlor er kurze Zeit später auch seine Forschungsaufträge. Zurückgezogen lebte er von einer Ehrenrente und von Buchveröffentlichungen im Westen. Als man 1968 in Prag für Reformen auf die Straße ging, war in Havemann noch einmal Hoffnung aufgekeimt für eine Wende im eigenen Land. Havemanns Haus in Grünheide wurde zur oppositionellen Hochburg, er selbst zum prominentesten Regimekritiker. Seine IM-Vergangenheit hatte er den Freunden gebeichtet. Havemann war, weiß Gott, ein Mensch, im guten wie im schwächlichen Sinne. Aber die Wahrheit seines Lebens ist, dass er diesen Bruch gewagt hat. Und dass er ihn auch vollzogen hat. Und zwar radikaler als jeder andere. Radikal ging auch die Stasi vor. Eine ständige MFS-Vertretung befand sich auf Havemanns Nachbargrundstück. Die angrenzende Umgebung wurde flächendeckend observiert. Dahinter in diesem Garagenschuppen hatten sie eine Kamera installiert. Ne? Außerdem natürlich an diesem Bungalow. Also alle Leute, die auf der Straße sich in Richtung Grundstück bewegten, haben sie fotografiert. Und wer dann hier so raufkam, der war auch auf dem Bild. Die war in dieser Garagenhütte da. Kannst du es mal zeigen? Und das Objektiv war hinter diesem durchbohrten Ding da. Der Mann hinter dem Loch war eifrig. Hunderte Fotos von sogenannten feindlich negativen Personen landeten auf diese Weise in den Archiven der Staatssicherheit. 1976 schottete das MFS Havemann von der realsozialistischen Außenwelt ab und belegte ihn mit einem Kontaktverbot. 2,5 Jahre später wurde der Hausarrest verschärft. So blieb es jahrelang. Für die Genossen von einst ändert sich nichts an ihrem Bild des linken Oppositionellen Havemann. Jetzt erst recht nicht. Sicher muss er sich dessen schämen. Ja, aber dadurch, dass er hinterher anders gelebt hat, muss er sich dessen nicht schämen. Also er hat dazu gestanden einfach. Er hat das als Teil seines Lebens gesehen. Katja Havemann will alle Akten ihres Mannes öffentlich machen. Auch die 2 Bände über den G.I. Leitz, einem Ex-Stasi-Helfer, der zum Stasi-Feind wurde.